Herzlich willkommen zur zweiten Folge Pac-Man 256. Ich bin Perudo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, in der ersten Folge haben wir uns das Spiel an sich angesehen und jetzt in der zweiten Folge möchte ich ein bisschen stärker auf die Power-Ups eingehen und auf die anderen Grafiklevels. Da gibt es ja wirklich ein paar recht hübsche. Im Hintergrund sehen wir schon eins der hübschen Grafik-Setups. Bevor wir aber da einsteigen, gucken wir uns ganz kurz die Power-Ups an. Die drei, die ich mir ausgesucht habe, ist ja einmal die Bombe, dann ist es halt der Riesen-Pac-Man und den Laserstrahl. So, diese drei, die ich mir ausgesucht habe, die werden im Spiel gedroppt und die anderen, die es hier noch gibt, das ist hier einmal, können wir uns das anschauen, das ist Freeze, da bleiben die alle etwas stehen und entsprechend des Levels bleiben die auch länger stehen. So, können wir eigentlich upgraden, machen wir aber nicht. Wir schauen uns die anderen Sachen an. Das ist der Tornado und dieser Tornado, der jagt die Geister und dann gehen die Geister kaputt. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Power-Up und ich würde sagen, das unterstützen wir mal. Und powern das direkt mal ein bisschen höher, weil je mehr Level wir haben, desto länger dauert der Tornado und desto mehr Punkte bekommen wir pro getöteten, pro vernichteten Geist. Gut, getötet oder vernichtet ist, glaube ich, so ziemlich egal, dasselbe. So, da haben wir jetzt schon mal Level 5 von 8, 9 Sekunden, ja, ist ein bisschen knapp. Und das werden wir, glaube ich, auch jetzt hier eintauschen. Die Bombe ist ganz nett. So, oder wir sollten das vielleicht, mal gucken, vielleicht nehmen wir das statt der Bombe. So. So, nehmen wir den Giganten Pac-Man und statt der Bombe nehmen wir den Tornado mal. So. Dann gibt es hier den Stealth und da bin ich quasi unsichtbar. Hier haben wir ein eine Art Feuer oder Feuerball. Das ist so ähnlich wie ein Laserstrahl, nur halt mit Feuer. Und dann haben wir hier die Falle. Das ist eigentlich auch eine sehr nettes Power-Up. Dann werden überall auf dem Spielfeld oder zumindest im Umkreis, wo ich mich gerade befinde, hier mit diesem Pac-Man, werden Fallen aufgestellt. Ganz nett. Das ist der Magnet. Oh, können wir uns gar nicht angucken. Na gut, dann müssen wir uns das vielleicht in der dritten Folge irgendwann mal später im Jahr nachholen. Der Magnet ermöglicht einen Radius um unser Pac-Man und dann sammle ich alle Gegenstände ein. Zum Beispiel die ganzen Münzen, diese Symbole hier. So, schade, ich wollte das eigentlich hier ein bisschen vorstellen, aber alles habe ich nicht im Kopf, beziehungsweise ich kenne die meisten Sachen dann noch nicht, weil die sind auch ausgegraut. Und deswegen schauen wir uns die Grafik-Setups an. Das ist das klassische 80er-Jahre-Setup und dann spielen wir jetzt mal eine kleine Runde. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und wenn wir sterben, nehmen wir direkt die nächste. Das nächste Layout. So, da kommt der Inky schon wieder so nah ran. Da ist Pinky. Aber den knabbern wir jetzt direkt mal auf. Und der nächste. Oh, da bin ich leider zu langsam. Und da oben haben wir schon. Nein! Was? Den habe ich gar nicht gesehen. Egal. Oh Mist. Ich wollte dann nämlich eigentlich diesen Wirbelsturm einsammeln, den wir jetzt hier seit neuestem haben, aber nun gut. Ja, das war klassische 80er-Jahre-Darstellung. Ich finde es, ja, es ist ein bisschen isometrisch, also diese Drop-Down-Sache hätte mir da eigentlich gesagt besser gefallen, aber gut. Was sollen wir hier rumjammern? Das ist ganz nett, weil man hier so ein bisschen leuchtende Neonfarben haben. So, dann essen wir gleich den Giganten Pac-Man hier. So. Ich wollte gerade sagen, ich muss doch hier ein paar Geister knabbern. Also, lassen wir mal schauen. So, das ist der Magnet. Den kann ich dir gleich mal zeigen. Und ihr seht diesen Radius um den um meinen Pac-Man. Nein! Hilfe! So, jetzt aber schnell nach oben ab.
Da ist wieder diese Geisterreihe. Da ist ein Spezial. Das würde ich sehr gerne eigentlich einsammeln. So, den Laserstrahl. Jawohl. Und jetzt werden sie alle mal weggeschossen hier. Und zwar quer durch die Bank weg. Den finde ich sehr praktisch, diesen Laserstrahl. Kann ich nur empfehlen. So, Äpfelchen essen wir auch. Das ist der orangene Geist schon wieder. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt denn der nochmal? Das ist doch, glaube ich, der... Verdammt. Hat der Pinky mich erwischt? Okay, ja. Oh, ich habe ein Gift bekommen. Das ist wahrscheinlich wieder 128 Credits. Ja. Das ist natürlich auch nicht zufälligerweise, ne? 128. So, das war das Grid. Waren die wirklich so dreieckig? Ist mir gar nicht aufgefallen beim Spiel. Okay. Ja, Crossy Road. Ja, da sehen wir dieses Hühnchen. Sehr witzig. So, jetzt haben wir hier diesen Wirbelsturm. Blum. Und der vernichtet auch eigentlich ziemlich keinen hier in meiner Nähe. Aber immerhin, den hat er erwischt. Und geht auch relativ lange. Das ist schön. Wo wir erst vor kurzem ausgerüstet haben. Der Laserstrahl ist, glaube ich, schon fast auf Maximum. Nein! Oh Gott. Ich habe den Eindruck, dass das Hühnchen hier ein bisschen langsam ist. Vielleicht täusche ich mich da aber auch. So, jetzt haben wir endlich mal ein Power Pellet, aber ich mache die Biege. Kirsche schnabulieren. So, die zwei Autos, die trampeln wir mal platt. Lassen wir mal links liegen. Komme ich an den Laserstrahl ran? Das wäre natürlich sehr praktisch. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob ich wirklich exakt ihn angucken muss oder ob ich es einfach reicht, wenn ich ihn berühre. Also quasi, wenn ich jetzt hier nach oben gehe und der Geist kommt dann halt von der rechten Seite. Oh, ein Magnet. Das war wahrscheinlich jetzt ein Fehler. Jetzt verfolgt er mich wieder. Nein! Und da haben sie mich eingekesselt. So. Das war Crossy Road. Dann schauen wir uns gleich mal direkt das nächste Level an. Crossy Road. Das ist Robots. Ich weiß nicht warum, aber ich musste, als ich erstmal dieses Level gespielt habe, an Jumpman denken. Da gibt es ja auch einen, ja, und nicht nur eins, es gibt da mehrere Roboter-Level. Ich weiß, ich habe die Kirsche da übersehen. Ich mag dieses Level eigentlich sehr gerne. Es ist wirklich sehr schön umgesetzt, die Roboter. Da war leider die Zeit schon um. Und ich finde die kleinen LEDs, die Dioden da eigentlich ganz nett gemacht. Und die kleinen Speicherchips hier. Und das ist hier dieser große Speicherchip. Wahrscheinlich ein EEPROM, keine Ahnung, mit dem Geist drauf. Wirklich sehr, sehr nett gemacht. Hat auch eine angenehme Farbe. Aber hier, dieses CEDX, das scheint hier in Anlehnung an diese Edition. Ach Gott, wie heißt die? Die gibt es auch bei Steam. Habe ich mir auch mal geschnappt im Steam-Saale. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie heißt denn nochmal diese... Diese das ist so ein bisschen der Nachteil, ne? Dieser Wirbelsturm wirbelt irgendwo hin, aber nicht unbedingt dahin, wo ich ihn gerade gebrauchen kann. Deswegen ist eigentlich so ein Super Pac-Man eigentlich immer ganz gut. So, erstmal hier schnabulieren. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Sehen wir an der oberen Hälfte. Den schnabulieren wir noch mit. So. Flupp. Habe ich noch einen Power Pellet eingesammelt, weil das kommt mir sehr lange jetzt diesmal vor. So. Wo war ich stehen geblieben? Genau, bei dieser Championship Edition. Zumindest erinnert mich das schon sehr daran. Waka, 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 waka. So, jetzt wollen wir uns noch diesen dicken Pac-Man hier nochmal schnappen. Anscheinend wollen die sich nicht geschnappt erwischen lassen. Aber jetzt kommt ihr mir nicht... Jetzt könnt ihr mir nicht entkommen. Uah, das war aber wieder knäpplich hier. Leckeren Apfel. Und ein weiteres Power Pellet. Mein Gott, was ist denn los hier?
Schnapp, schnapp, schnapp. So, schaffen wir diesen einen Schläfer da oben noch? Jawoll. So, was ist das hier? Das kann ich jetzt nicht erkennen, was das war. Eine Erdbeere, sehr gut. Nein! Schon wieder dieser... Boah, wo kommen die denn her, diese drei Geister da? Boah, war aber ein bisschen sehr riskant. Beeilung. Ja. So, Power Pellet und alle werden aufgegessen. Das ist die Rache. Schnupp, 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 schnupp. Ah, das wird knapp, 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 knapp. Mein Gott, hier sind ja voll viele Geister hier auf der Ecke. Da wollen wir doch direkt mal hier gemütlich vorbeilaufen. Waka, 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 waka. Ein paar Kirschen essen. Da bin ich, glaube ich, zu früh abgebogen. Da kommt wieder hier... Jawohl. Ah, nein! Da haben sie mich erwischt. Ja, Game over. Ich bin auch over. Oh, ich habe ein neues Power-Up freigeschaltet, den Magneten. Das nächste sind diese Triple Pac-Mans. Aber ich bin momentan hier mit dieser Ausrüstung hier sehr zufrieden. Die Bombe gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, die rüste ich auch tatsächlich mal wieder aus, die Bombe. Und zwar, ich mag es einfach, wenn man Power-Ups hat, die direkt an den Pac-Man orientiert sind. Das heißt also, dieser Wirbelsturm ist eine super Sache, weil er räumt einfach das ganze Feld mal frei. Aber wenn ich gerade hier stehe und da kommt ein Geist, ist er nicht ganz so praktisch. Aber gut, das ist halt auch Geschmackssache. Und vielleicht wird das irgendwann im Laufe des Spiels sich auch wieder ändern. Jetzt sind wir erstmal gerade im Büro, müssen hier diesen Bürostühlen ausweichen. So, hier, siehst du? Peng. Und direkt alle im Umkreis wurden zerstört. Tja, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Da hilft nur die Flucht nach hinten. So, und jetzt nach oben. Das schaffe ich schon wieder nicht. Ach, das ist ja witzig. Ach, super. Die Triple Pac-Mans, die spucke ich quasi aus. Und die verfolgen die Geister. Ach, schön. Ja, da kann man sich vielleicht mal dran orientieren. So, mein Freund, jetzt hier. Jetzt kommt, jetzt, wie seid ihr mal alle hier fällig? Schnapp, 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 schnapp. Ich habe Hunger auf Bürostühle. Ich habe den Eindruck, dass die träge. Dass der träge wird, wenn der so groß ist. Hier haben wir ein Bömmchen. Bang. Weg damit. Und ein Laserstrahl. Eigentlich meine Lieblingswaffe. So. Und das war's auch schon wieder mit der... Aber die rettende Bombe haben wir. Uah. Wäre fast rettend, war sie. Ich hätte mir noch gewünscht, ein paar Grüne zu erwischen. Äppelchen können wir nicht nehmen, da wird der Stuhl wach. Ja. Das war jetzt dumm, ich wollte eigentlich das Powerpellet hier mir schnappen. Okay. Und ein Free Gift haben wir, das machen wir beim nächsten Mal auf. Wir müssen uns ein bisschen sputen, wir sind schon wieder 13 Minuten dran. Ich wollte es eigentlich gar nicht so lange machen. Go-Karts. So. Das erinnert mich ein bisschen an Micro Machines. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Weil ich den Eindruck habe, dass es entweder meine Tastatur träge oder wenn der Power... das war's schon. Ein bisschen kurz gelasert. Oder das Ding ist träge, wenn er ein Power-Up hat. Ich kann es nicht genau sagen. Vielleicht bin ich einfach auch nur träge. Man wird ja auch nicht jünger. Ein Power-Pellet. Na super. Schnappen wir uns. Und du bist fällig, mein Freund. So. Aber auch ein sehr schönes designtes Level hier mit diesen ganzen Leitkegeln. Gefällt mir sehr gut. So, Laserstrahl. Bist du auch fällig. Also man kann nicht klagen. Es sind wirklich sehr viele Power-Ups drin. Es ist insgesamt schon recht fair gestaltet. So, noch ein paar Münzen einsammeln. Ich brauche noch ein paar Gifte. So.
Bömsche. Warum wird denn der so panisch, der, jetzt ist er wieder normal drauf. So. Achtung. Bang, weg sind sie. So stelle ich mir das vor. Da verfolgt mich schon wieder dieser Pinky. Sehr wohl. So muss es sein. Wird mir hier ein bisschen gelasert. Ja, auch ein Pac-Man muss sich mal lasern. Nach so vielen Jahren hat er es auch verdient. So. Ein bisschen aufschnabulieren. So. Direkt mal hier aufgeräumt. Da kommt schon wieder der Orangene hier. Schnabbelidab. So, weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Leckeres Kürchen. Bombe. Weg. So. Uah, da kommt schon wieder dieser... Nein! Hilfe! Wohin? 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 Ich weiß nicht, wohin ich soll. Der ist schneller als ich. Das kann doch nicht sein, oder? Ja, anscheinend aber schon. Schnabbelidub. So, mal gucken, wie viel gibt's denn noch? Also, da ist auf jeden Fall für jeden Geschmack etwas dabei. Garden Pac-Mania Digital World, The Arcade Moonlander. Achso, Shuffle ist wahrscheinlich ein Shuffle. Ja. Wir sind aber schon am Ende der Zeit und ich würde sagen, wir machen doch noch, im Gegensatz zur Ankündigung, eine dritte Folge mit den anderen Grafikleveln. Und deswegen sage ich erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Dann sehen wir uns hoffentlich in der dritten Folge bald wieder. Bis dann. Tschüss.